Letzte Woche, da konnten die Börsen ihre Talfahrt vorerst stoppen. Doch wie könnte diese Woche weitergehen? Kann der Turnaround für die neue Woche gelingen? Lasst uns mal einen Marktausblick wagen. Herzlich willkommen zum Marktausblick für die KW5 hier bei Kaspareit Trading. Ich bin Alex. So, folgende Woche wird ganz im Zeichen eines Turnarounds stehen. Und da wollen wir doch mal schauen, ob es denn überhaupt das Potenzial dafür gibt. Die Einstiegspreise, die mögen gerade sehr günstig erscheinen, aber wenn das gesamtheitliche markttechnische Bild für mich nicht mitspielt, dann macht es da auch keinen Sinn, sich zu positionieren, was ich grundsätzlich auch nur machen würde, wenn wir einen Turnaround erleben. Das heißt, ich bin da wie die Fahne im Wind, ich gehe immer nur in die Richtung, in die auch der Kurs geht. Da bin ich sehr ambivalent. Das heißt, ich habe da keine feste Meinung zu, denn ich folge dem Preis. Mir geht es nicht darum, Recht zu behalten. Das kann dich an der Börse sehr viel Geld kosten, sondern ich folge dem Preis und der Preis hat immer recht. Also ne, das ist so mein Credo und hat mich bisher auch vor Schlimmerem immer bewahrt und hat mir dann letztendlich auch die größten Profite beschert. Also ich folge dem Preis und nicht der allgemeinen Marktmeinung, nicht dem Sentiment und schon gar nicht irgendwelchen Wirtschaftsnews. Kann ich nachher nochmal kurz drüber reden, wenn wir über Tesla reden. Aber jetzt erstmal zu dem übergeordneten Chartbild hier auf dem Nasdaq, der Tageschart, haben wir gesehen, dass er diese Zone, also die Area of Value, eben nach unten verlassen hat. War ein recht guter Supportbereich, hätte man denken können, aber den hat er quasi nahtlos ohne Korrektur nach unten verlassen. Ist direkt auf den nächstmöglichen Support-Level aufgesetzt, der da ist bei ca. 14.000, also das Hoch vom April letzten Jahres, und hat daraufhin einen sehr bullischen Hammer entwickelt. So, das heißt, langer Schatten bzw. langer Docht und nur kleinen Körper, das Ganze grün, ist also bis hier nach unten gelaufen und hat denn hier aber neue Käufer gefunden. Der Kurs ist hier oben aus dem Markt gegangen. Allerdings nächsten Tag hat er das fast wieder neutralisiert, ist aber seitdem, also die komplette letzte Woche, in einer Seitwärtszone. Da haben jetzt die Zinsentscheidung auch nichts dran rütteln können. Natürlich gab es ja mehr Volumen und umso länger so eine Seitwärtszone hält, umso mehr Leute sich in diesem Bereich sammeln, umso mehr Volumen dort aufgebaut wird, ist die Wahrscheinlichkeit eben sehr groß, dass wenn es aus dieser Seitwärtszone nach oben oder nach unten ausbricht, dann auch mit einem größeren Schwung passiert. Umso länger, wie gesagt, Seitwärtszone halten, umso mehr Energie steckt da drinne. Dann gibt es irgendwann den großen Knall und es entlädt sich in die eine oder eben auch in die andere Richtung. Da nur aufpassen, dass es eben keine Fake-Ausbrüche gibt. Das heißt, wenn er ausbricht, vielleicht eine Korrektur erwarten, dann wieder einsteigen. Aber natürlich je nach Strategie bzw. Timeframe bleibt das natürlich ihm selbst überlassen. Aber diesen Ausbruch sollte man auf jeden Fall abwarten. Okay, also Tageschart ist jetzt im Moment nichts Spektakuläres. Er geht im Moment seitwärts. Dass er, wie gesagt, eine bullische Kerze entwickelt hat, danach aber dann seitwärts gelaufen ist, ist letztendlich auch so ein bisschen instab. Das heißt, er hat diesen Bereich seitdem nicht mehr verlassen. Ne? Also beziehungsweise einen Außenstab. Hat er hier gebildet und alle Kurse danach auf dem Tageschart sind innerhalb dieser Range geblieben. Auch wenn er hier kurz mal drüber war, aber Tagesschlusskurse waren immer innerhalb dieser Außenkerze. Und blicken wir auf den Stundenchart, dann sehen wir natürlich den Abwärtstrend deutlicher. Das heißt, die Auf- und Abbewegung, die kann man hier einfach deutlicher sehen. Ich fange mal hier an. Hier gab es eine kleine Trendunterbrechung. Das heißt, er hat den letzten Hochpunkt nach oben verlassen. Aber ist deswegen natürlich nicht direkt im Aufwärtstrend, da müsste denn die Aufwärtsstruktur ja auch passen. Hat dann aber hier diesen Abwärtstrend wieder fortgesetzt und so kam es, dass er hier unten erstmal einen Boden gebildet hat, beziehungsweise einen Tiefpunkt ausgebildet, den er seitdem nicht mehr angegriffen hat und hat hier so eine Seitwärtsrange gebildet. Diese Seitwärtszonen, die sind relativ nervig, da man eine Seitwärtszone auch immer erst relativ spät erkennt. Es hätte hier ja auch wieder neuen Hochpunkt geben können und dann beziehungsweise den Hochpunkt der Korrektur, dass man hier einsteigt in die neue Impulsbewegung, aber ist nicht passiert, hätte auch hier passieren können oder hier und so weiter. Also eine Seitwärtsrange ist nervig, weil man sie immer erst zu spät erkennt. Also wenn man merkt, okay, es gibt da einen Hochpunkt, es gibt einen weiteren Hochpunkt, es gibt einen Tiefpunkt und einen weiteren Tiefpunkt, die aber jeweils nicht höher sind als oder tiefer sind als die vorigen, relativ schnell dann reagieren, okay, wir haben hier eine Seitwärtszone, abwarten, dass man nicht jedes Mal in die falsche Richtung reinspringt. Begehrtes Mittel ist natürlich auch, hier oben eine Short Order zu öffnen und den letzten Hochpunkt, den Stop zu setzen, aber wenn da so wie hier kurz rausgefischt wird, dann ist das auch ärgerlich, dann geht die Reise eben wieder ohne einen weiter.
Genau, also Seitwärtszonen, da sammeln sich Käufer, Verkäufer, ist so ein Sammelbecken eben, wo eben sehr viel Volumen aufgebaut wird und die wird sich früher oder später in eine Richtung entladen, kann aber wie gesagt auch zu Fake-Ausbrüchen kommen, die nachfolgenden Käufer oder die Anschlusskäufe fehlen und das Ganze geht wieder runter. Das war jetzt hier Jerome Powells Zinsentscheid, der im Grunde genommen ja nichts ausgesagt hat, also nichts, was man nicht vorher schon wusste, dass er natürlich jetzt erwähnt hat, dass früher oder später die Zinsen anziehen wird, war jetzt nichts Neues, sollte der Markt eigentlich schon inbegriffen haben. Und dennoch gab es natürlich eine Reaktion darauf, hier beim Indiz oder beim Index selber sichtbar, aber bei Einzelwerten teilweise deutlicher. So, okay, also wir warten ab, bis das Ganze ausbricht. Ich persönlich bin derzeitig mit der Strategie 1, also ich fahre mehrere Strategien, mit der Strategie 1 bin ich short. Allerdings habe ich eine kurzfristigere Strategie auf einem kleineren Timeframe, die nicht unbedingt ausschließlich auf Markttechnik beruht, sondern auch einen systematischen Ansatz beinhaltet. Und mit der bin ich bereits long. Also in dieser lustigen Konstellation ist es bei mir gerade so, dass ich übers Wochenende, jetzt wo ich das Video aufnehme, ist ja Sonntag, zum einen Short bin, aber gleichzeitig long mit verschiedenen Strategien. Das heißt, das ist so eine Diversifikation auf Strategieebene und damit bin ich abgehedged. Das heißt, egal ob es jetzt mit einem Gap nach oben oder nach unten startet, meine Positionen bleiben, ja, die eine ist halt im Gewinn, die andere im Verlust, aber plus minus null dann auf jeden Fall abgehedged. So, okay. Viel mehr kann man jetzt hier im Moment nicht sagen. Ich weiß, alle wollen immer wissen, wie es der nächste Woche weitergeht. Im Moment ist er noch in dieser Range. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Seitwärtsrange innerhalb eines Abwärtstrendes sich nach unten auflöst, ist halt immer größer, als dass sie dann einen neuen Trend etabliert. Also einfach Gesetz der Wahrscheinlichkeiten. Allerdings, klar, wir sind schon sehr weit gefallen. Wir sind auch längere Zeit im überverkauften Bereich. Also jetzt hier auf dem Stundenchart. Ich kann den mal anzeigen lassen auf dem Tageschart. Ups, das war wieder Stunde. So, Tageschart. Dann sieht man, dass er sehr lange Zeit schon im überverkauften Bereich ist. Ne, deswegen auch wichtig, überverkaufte Bereiche heißen überhaupt nicht, dass er jetzt bald drehen muss, wie man gesehen hat. Ne, über 1000 Punkte höher war er ja bereits im überverkauften Bereich. Deswegen dreht er natürlich nicht. So, wenn man auch auf eine Trendfortsetzung setzt, dann wäre es halt schön, wenn er aus diesem überverkauften Bereich auch immer wieder Hochpunkte entwickelt, damit er eben auch gesund korrigieren kann. Wenn er eben nur fällt wie ein Stein, dann hat man nicht die Möglichkeit, auch wieder reinzukommen, beziehungsweise dann gibt es also laut Markttechnik eben nicht die Möglichkeit, auch seine Stops nachzuziehen. Also es birgt halt eine Menge Gefahren und Unwägbarkeiten und deswegen macht es immer Sinn oder wäre es auf jeden Fall immer schön, wenn man diese höheren Korrekturen eben auch sieht. Auf dem Stundenchart kann man das eben viel besser sehen, dass er immer wieder Hoch- und Tiefpunkte bildet, also überkaufte und überverkaufte Bereiche, was uns denn bei der Analyse hilft, eben den Stop auch entsprechend nachzuziehen. So, und wenn ihr mich jetzt fragen würdet, wo ihr am besten einsteigt, also seid ihr long orientiert, weil ne, ihr handelt eben nur long oder ihr seht da fundamental was, dann gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Wenn ihr das Ganze nach Markttechnik tun wollt, wartet ihr entweder einen Ausbruch ab, nächste Korrektur, setzt eure Kauforder und bei Ausbruch seid ihr im Markt, setzt euren Stop hier. Wenn er die Reise fortsetzt, dann zieht ihr euren Stop nach oder zumindest auf Break-Even, das heißt an diese Stelle und hofft darauf, dass er, was weiß ich, nächstes Jahr 100% Gewinn hat. Wie auch immer. Alternativ wartet ihr darauf, dass er an das untere Kanalende dieser Range ja, wieder runterläuft und steigt dann ein, wenn ihr merkt, okay, er dreht wieder nach oben. Das heißt, das Momentum wird geringer, er bremst quasi ab und macht die ersten Anzeichen, dass er wieder, also diesen Widerstandsbereich nach oben abprallt. Könnt ihr noch gucken, zum Beispiel hier bei irgendeinem überverkauften Indikator, es muss jetzt nicht der Williams sein, aber es kann irgendeiner sein, zum Beispiel der Stochastik. Wenn er zum Beispiel vom überverkauften Bereich wieder in den neutralen Bereich wechselt, könnte man einsteigen, Stop unterhalb der Struktur setzen und dann darauf setzen, dass er hochgeht. Alternativ, ihr wollt in den Markt einsteigen, in Short-Richtung, dann wäre genau jetzt eine Möglichkeit gegeben. Aber wie gesagt, auch erst wieder abwarten, dass zum Beispiel der überverkaufte oder der überkaufte Bereich wieder in den neutralen Bereich wechselt oder andere Indikationen dafür verwenden. Oder eine Kreuzung des Stochastik oder auch der MACD. Gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Stop kommt über die Struktur und ihr hofft darauf, dass es weiter runtergeht. Oder ihr wartet eben darauf, dass er aus dieser Struktur ausbricht nach unten, steigt in der nächsten Korrektur ein und beziehungsweise wenn er den letzten Tiefpunkt unterschreitet und setzt euren Stop dann da. Also beides eben jeweils spiegelverkehrt, ist da so das bewährte Mittel der Markttechnik. So viel zum Nasdaq. So, und blicken wir auf den S&P, dann sehen wir eigentlich ein fast identisches Bild zum Nasdaq, zumindest auf dem Stundenchart, auf dem Tageschart auch sehr
sehr ähnlich. Aber auch hier, wie gesagt, haben wir eine Seitwärtszone und auch der ganze Abwärtstrend, der sieht halt sehr identisch aus. Okay, aber auf dem Tageschart wäre auch immer der Chart oder immer das höhere Chartbild hatte halt mehr Aussagekraft. Dann sollte man sich vor jedem einzelnen Trade auch nochmal anschauen, damit man weiß, wo man gesamtheitlich überhaupt gerade steht. Ich meine, wenn ich immer die gleichen Märkte handle, ne, immer S&P und Nasdaq, dann weiß ich das. Aber trotzdem hilft einem auch mal der Blick in die Vergangenheit, hier zum Beispiel eine Support-Level zu erkennen. Das heißt, diese Seitwärtsgebilde hat einfach mehr Relevanz, wenn man weiß, okay, wir haben hier ein Support-Level, ein Area of Value. Und hier zum Beispiel sieht man, dass hier genauso eine bestand, die aber nicht, also zumindest auf dem Tageschart, nicht wirklich beachtet hat. Deswegen kann man die dann auch wieder ignorieren. Er muss natürlich an diesen Zonen auch entsprechend sich verhalten. Ansonsten ist dieses Level auch nichts wert. Na, hier hat er einen Hochpunkt, hier hat er einen Tiefpunkt, eigentlich eine stabile Zone. Hier auch nochmal kurz rangelaufen, das heißt, es ist im Grunde genommen ein sehr wertiger Bereich, aber er hat darauf kaum reagiert, also Intraday ein bisschen, aber Tagesschlusskurse eben alle tiefer gewesen. Insofern hat das alles keine Aussagekraft, sondern man muss wirklich gucken, wie verhält sich der Kurs an diesen entscheidenden Zonen. Und hier hat er eben ähnlich wie beim Nasdaq einen bullischen Hammer gebildet, danach jede Menge Inside Bars. Das heißt, Bars, die eben nicht über die ausschlaggebende Bar, also die erste Bar hinauskamen, zumindest auf Tagesschlusskurs. Und von daher, ja, da sich eben wieder Energie sammelt. Und auf dem Stundenchart gucken wir mal rein. Sieht sehr identisch aus mit dem Nasdaq, brauchen wir jetzt nicht nochmal großartig drüber reden, sondern auch hier muss er eben diese Zone nach oben verlassen, ist jetzt auf Wochenschluss. Basis, also Tagesschlussbasis, Wochenschlussbasis, ziemlich hoch geendet, was ein bullisches Zeichen ist, aber kann nächste Woche auch wieder nach unten aufgelöst werden. Also heißt erstmal noch nichts. Ne? Außer Hoffnung ist da im Moment nichts drin. Und das muss man auf jeden Fall abwarten. Den Ausbruch direkt zu handeln, ist nicht meine Empfehlung. Ist natürlich ärgerlich. Gerade beim Bitcoin sieht man das ja immer wieder, dass er so explosionsartig in eine Richtung ausbricht, dass man eben gar nicht mehr reinkommt. Das heißt, der korrigiert nicht. Man hat keine Möglichkeiten, dann reinzukommen. Ja, dann ist das eben so. Es gibt immer wieder neue Gelegenheiten, in einen Trade zu kommen. Ist mit einer der Hauptgründe Angst, nicht dabei zu sein, ist die größere Angst als Angst vor Verlusten. Und diese Panik, nicht dabei zu sein, die treibt dann oft dazu, vorzeitig in den Trade reinzukommen und sorgt meistens dafür für größere Verluste. So, man rennt dem Kurs hinterher, doch was macht der Kurs? Er hat einen Fake-Ausbruch und bricht dann komplett nach unten ein und mein Stop, der wäre irgendwo da unten. Dann hat man eben einen riesigen Verlust. Da müsst ihr also sehr viele Trends oder beziehungsweise sehr große Distanzen zurücklegen, um das wieder aufzuholen oder zu neutralisieren. Also da immer auf Chancen-Risiko-Verhältnis. Lieber mal gar nicht rein in den Markt, wenn eben keine Gelegenheit da ist, als dem Kurs hinterher zu rennen. So, blicken wir jetzt mal auf ein paar Einzelwerte. Fangen wir mal mit PayPal an, die ja in der ganzen Zeit schon stark gefallen waren und auch viel früher gefallen sind als der Gesamtindex beziehungsweise als andere Werte. Die hatten ja auch immer wieder so eine Seitwärtszone beziehungsweise eine Art Bodenbildung versucht. Und wie ich ja vor oder eingangs ja schon erwähnte, dass wenn wir in einem massiven Abwärtstrend sind, dass diese Seitwärtszonen häufig eben nach unten verlassen werden. Wir handeln ja alle keine Garantien, wir handeln immer nur Wahrscheinlichkeiten. Und die Wahrscheinlichkeit ist eben höher, dass ein Abwärtstrend weiter Bestand hat. Und eine Trendumkehr, also umso länger auch ein Abwärtstrend besteht, umso wahrscheinlicher, also reine Wahrscheinlichkeitsrechnung, dass der eben auch weiter anhält. Ansonsten, ja, auf dem Stundenchart sieht das Chartbild ähnlich aus wie auf dem Nasdaq, allerdings noch weiter weg von seiner 200er Linie auf Stundenbasis, weil er einfach vorher massiver gefallen ist. Aber ansonsten jetzt so, würde ich sagen, die letzte Handelswoche, relative Stärke, relative Schwäche, also neutral zum Gesamtmarkt. Kann man im Moment nicht sagen, weit davon entfernt, dass ich da long reingehen würde. Selbst wenn er jetzt dieses Muster nach oben bricht, ist das für mich noch kein Aufwärtstrend. Dafür müsste er längere Zeit aufsteigen. Beziehungsweise auch die 200er Tageslinie bzw. Stundenlinie angreifen. Netflix brauchen wir auch nicht drüber reden. Das Gap Close würde ich auf jeden Fall abwarten. Microsoft sieht deutlich besser aus, also viel, viel besser. Also, ne, hat hier dieses Dreieck gebildet und ja, diese Seitwärtszone passiert auf einem kleineren Feld und da wäre dann das Potenzial deutlich größer, dass wenn er daraus ausbricht, dass er einen neuen Trend entwickelt. Er ist sowieso ein sehr schöner Wert, den ich auch gerne gehandelt habe. Microsoft, genauso auch Apple. Apple jetzt ja mit Earnings, die sehr positiv waren, die auch vom Markt positiv aufgenommen werden oder wurden. Das heißt ja noch lange nicht nur, weil ein Einzelwert bzw. ein Unternehmen positive Zahlen raushaut, dass diese eben von den Käufern auch genauso als positiv wahrgenommen werden. Das ist immer so das Paradoxe. Typisches Beispiel hier bei Tesla. Eigentlich gute Zahlen, wenn man jetzt ganz objektiv mal drauf schaut, würde man sagen, okay, sieht gut aus, auch viele
Analysten hatten das als gut bewertet, auch Leute, die richtig viel Geld für ihre Analysen bekommen. Ja, aber was der Markt daraus macht, das kann eben was komplett anderes sein. Das hat mich früher auch, also psychologisch wirklich immer belastet und ich immer an meiner Expertise gezweifelt, dass der Markt sich komplett willkürlich verhält. Also gute Zahlen muss der Gesamtmarkt eben nicht positiv auch verwandeln. Genau das ist bei Tesla passiert. Ich habe gesagt, okay, gute Zahlen, aber irgendwie haben die Anleger gesagt, Tesla trotzdem überbewertet. Also ist der Kurs in die Knie gegangen. Ich habe das Ganze übrigens auch sehr gewinnbringend geshortet, bin auch noch immer noch in diesem offenen Short. Der Gewinn ist gesichert, wenn er nicht gerade mit dem Gap-Up startet, ist da auch der Profit gesichert. Aber da nochmal recht zu behalten ist an der Börse, kann teuer werden, wenn man immer wieder daran festhält, Mensch, ein tolles Unternehmen, also wenn man total überzeugt ist von einem Unternehmen und deswegen jede Korrektur immer wieder kauft, kann einen das am Ende eine Menge Geld kosten. Also deswegen bewege ich mich eben wie die Fahne im Wind immer mit dem Trend und laufe da lieber hinterher, anstatt da irgendwelche Emotionen in ein Unternehmen zu entwickeln und zu sagen, Mensch, ich bin da total der Fanboy und glaube einfach so an das Unternehmen und kaufe jede Korrektur, macht da keinen Sinn, denn es geht ja nicht um dich alleine. Also wenn du jetzt denkst, okay, du hast recht, dann verdienst du damit keinen Lorbeer, was auch immer, keine Medaille. Denn die Gesamtheit des Marktes muss man ja bewerten. Das ist also ein kollektiver Zusammenschluss und die Masse hat eben recht. Denn die Masse bewegt die Kurse. Du alleine bewegst die Kurse nicht. Also es ist völlig egal, ob du recht hast, du verdienst damit nichts. Wir werden immer nur für die Distanz zwischen Einstiegspreis und Ausstiegspreis bezahlt. Nichts anderes. Nicht dafür, dass du recht behältst. Und man kann leider diese Firmen auch nicht verklagen, wenn die Kurse eben sich anders entwickeln. Es gibt eben keinen Maßstab, wo man sagt, okay, mit den Zahlen muss der Kurs bis dahin laufen oder was auch immer für ein KGV ausbilden. Spielt alles keine Rolle. Und wir sind ja Trader, wir handeln ja auch gehebelt. Deswegen auf solche Daten würde ich persönlich nicht achten. Es gibt natürlich auch Trader, die das als zusätzliche fundamentale Unterstützung werten. Aber dann hätte man diesen Short Trade zum Beispiel nicht machen können, weil die Zahlen eben nicht danach aussahen. Ja, ansonsten, lange Rede, kurzer Sinn. Tesla ist eben relativ schwach, also relativ im Vergleich zum Gesamtindex. Das heißt, er bewegt sich anders als der Index, in dem er gelistet ist. Deutlich schwächer. Insofern sehe ich da absolut kein Kaufpotenzial. Aber das kann sich auch jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde auch wieder ändern, ne? Das ist nur das aktuelle Bild. Und wie gesagt, ich lege mich da auch nicht fest. Mir ist es völlig egal, ob ich jetzt für die nächsten Wochen im Voraus die richtige Prognose treffe, weil ich verdiene ja sowieso Geld, weil meine Systematik eben dem Trend folgt oder eben der Markttechnik folgt und deswegen relativ anschmiegsam an die aktuelle Preisbildung. Und damit ist man auch dann immer auf der richtigen Seite. Natürlich gibt es auch da jede Menge Fallen oder Fallstricke, wo man dann eben auf dem falschen Fuß erwischt wird. Das wird man ja immer. Es gibt ja keine hundertprozentigen Garantien, keinen heiligen Gral. Aber für mich ist eben die Preis-Action doch das begehrtere Mittel und lukrativere Mittel. Ich kann mal kurz durchklicken, habe mir jetzt nicht jeden Einzelwert angeguckt. Auf jeden Fall Google, Alphabet, sehr, also relativ stark, ist aber natürlich auch im übergeordneten Abwärtstrend. Das heißt, diese Struktur muss weiter Bestand haben. Im Moment ist das alles hier nur eine Korrektur, selbst wenn sie bis hier oben läuft, des derzeitig bestehenden Abwärtstrendes. Amazon hatten wir ja letzte Woche auch drüber gesprochen. Die hatten ja ihre längerfristigen Widerstands- oder Unterstützungsbereich nach unten verlassen. Derzeitig auch aus der Range. Selbst wenn sie jetzt ausbricht, kann das übergeordnet auf dem Tageschart oder 4-Stunden-Chart eben dann auch nur eine Korrektur des Abwärtstrendes sein. Also da nicht auf dem falschen Fuß erwischt werden. Selbst wenn er bis hier oben hinläuft, dann kann er auch wieder abdrehen, ne? Also wenn der gleitende Durchschnitt auch weiter fällt, ne, dann ist das hier nur eine Korrektur. Da dann lieber noch Short-Einstiegen suchen. Aber wie gesagt, das ist alles immer abhängig von dem Chartbild, den man gerade handelt. Also wir haben sehr, sehr schöne Trends auf 5 Minuten, die aber komplett gegen den Haupttrend laufen. So, müsste jetzt etwas raussuchen, aber auch das entsteht halt immer wieder. Also also hier zum Beispiel haben wir einen Aufwärtstrend, obwohl der Gesamttrend eben fallend ist. Was man hier sieht, ist aber auf der Stunde eben nur eine ganz normale Korrektur. So, ich will niemanden verwirren. Okay, ich will auch nicht zu lang machen. Ich gucke jetzt noch mal ganz kurz auf BioNTech, denn BioNTech auch gerade sehr interessant, allerdings nicht auf 5 Minuten. BioNTech hat ja schon viel verloren, 64% seit dem Hoch. Also das wäre also würde mich fertig machen als Anleger, wenn man da oben Kaufpotenzial sieht und dann fällt der Kurs um 65%. Aber BioNTech eben auch zeigt relative Stärke und hier könnte man auch, wenn das jetzt für mich noch zu früh wäre, aber hier hat man Widerstandspunkt, kommt aus der Korrektur, wenn er das bricht. Stop könnte man unterpacken, dann wäre man wieder am Markt und wenn er dann wieder hoch will, ist man relativ
gut im Markt, hat man sich gut positioniert. Aber wie gesagt, diesen Stop wirklich an das Niveau auch ranziehen und nicht ganz unten, weil dann hat man wieder so eine größere Distanz. Ansonsten ja, BioNTech gegebenenfalls gerade Kaufpotenzial, auch wenn er noch unterhalb des 200er Moving Average auf Stundenbasis basiert oder sich hält. Dennoch, Bitcoin hat auch gerade, glaube ich, Kaufpotenzial. Bitcoin ging ja auch seitwärts, hat viel verloren, das ja über. Und wenn er diesen Hochpunkt angreift, der hat, kommt aus der Korrektur, wenn er diesen Punkt bricht, könnte es beim Bitcoin wieder aufwärts gehen, endlich mal. Hat man ja schon öfter mal erwartet, hat er aber nie geschafft. Aber wie gesagt, wenn er diesen Punkt hier erreicht, diesen Hochpunkt vom 26., er hat jetzt hier wieder eine gute Korrektur ausgebildet. Das wäre im Grunde genommen nach Markttechnik ein sehr guter Einstieg, zumal er dann auch über dem 200er Moving Average auf Stundenbasis basiert. Also für alle Bitcoin-Trader, da wäre eine Kaufgelegenheit. So, ich denke, das reicht erstmal. Da haben wir einen guten Überblick. Falls ihr euch irgendwie. Achso, Berkshire Hathaway wollte ich, glaube ich, nochmal kurz was zu sagen. Berkshire Hathaway, ebenfalls sehr tolles Unternehmen. Kommt hier zwar, also übergeordnet, hat da ja eine tiefe Korrektur gebildet, wenn man sagt, okay, auf Stunde wäre das das letzte wirkliche Tief, weil das war eher so eine Seitwärtszone, dann ist er auch noch ganz normal im Trend, hat ein Hoch ausgebildet, eine Korrektur und wenn er hier eben dieses Muster nach oben bricht oder beziehungsweise den Trend dann bestätigt, haben wir hier auch ein relativ gutes CAV und dann kann der Kurs weiter hochgehen. Ne? Aber wie gesagt, das wäre genauso ein Muster, was ich auch long handeln würde. Mache ich jetzt bei Berkshire Hathaway nicht, weil dafür habe ich im Moment andere Märkte, aber das wäre auf jeden Fall eine Kaufgelegenheit. Ja, so viel heute erstmal von mir. Viel Glück euch. Ich gebe bei Instagram in den Stories häufig auch einen aktuellen Blick auf die Märkte und zeige auch meine offenen Positionen. Folgt mir also unbedingt auch dort. Sucht bei Instagram nach Kaspar Reiht Trading. Vergesst hier bei YouTube bitte nicht den Daumen und schreib mir auch gerne einen Kommentar mit deiner Meinung oder deiner Frage. Ich wünsche dir viel Erfolg. Bis zum nächsten Video.